Aber was wichtiger ist, die Roboter rüberbringen. Wie machen wir das? Mit einem Magneten, genau. R2D2, bitteschön. Bedanken kann sie sich später. C3PO. Bitteschön. Perfekt. So, dann gehe ich jetzt hier nach oben. Und die müssen damit... Ach, den Schalter aktivieren. Also reparieren und dann aktivieren. Jetzt geht das Teil nach unten wahrscheinlich. Kommt drauf, schnell. Verdammt, kommt doch rauf. Jetzt das Teil wieder nach oben. Ah, endlich. So, als nächstes müssen wir hier durch. Solange wir... Ach so, ich muss dann auf diesen Schalter rauf, damit die alle durch können. Muss ich lange stehen bleiben wegen C3PO und außerdem schieben mich die anderen teilweise weg. Aber ging doch. So, hiermit muss ich mit R2D2 durch. Komme ich hier so hoch? Nö. Ah. Aha, perfekt. Nein, ich sterbe. Boah, fucking, das war knapp. Gewehe ich das und diese Teile kommen wahrscheinlich nach oben, damit alle anderen rüberkommen können. Müssen aber genau in einer Reihe sein, weil sonst C3PO nicht durchkommt. Aber ist ja so. Wo ist der überhaupt? Hä? Wie soll ich ihn jetzt holen? Okay. Ah! Ach so, komm mal rüber mit C3PO. Und den brauchen wir jetzt wahrscheinlich am Ende nochmal. Das Teil da erstmal zerstören, sonst können wir da nicht weiterschieben. So. Jetzt kann C3PO da locker durchgehen. Dann aktivieren wir das. Und die Tür geht auf. Und wir bekommen Besuch von weiteren Klontruppen. Wer hätte das nur gedacht? Bam, bam, bam. Stirb. Und nochmal. Bam, bam, bam. Kein getroffen. Glaub's nicht. Oh nein, ich brauche Herz, 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 Herz. Ah, danke. Komischerweise kommen diese Klontruppen immer von dem Dach runter, obwohl da keine Löcher sind. Verstehen tut man es nicht. Oder von Ecken, wo hier überhaupt gar kein Platz für drei Stück ist. Ja, doch schon, aber wieso verstecken die sich da? Sterben doch sowieso. Okay, jetzt probiert's mal bitte. Ich schalte mal das hier aus. Ich glaube, hier müssen wir dann lang. Nennen wir das Ganze mal ein Vergasungssystem. Das habe ich jetzt deaktiviert. So, Lando Cruise, oder wie der auch heißt. Gott, ja. Carly Son oder irgend so ein scheiß Name. Ich nenne ihn jetzt einfach Cruise oder irgend so. So, Schalter ist nicht... Ah. Ist reaktiviert. Zack. Nummer 1 ist aktiviert. Und Nummer 2. Bam, auch. So, was bringt uns das jetzt? Ja, weiß ich selbst noch nicht. Gucken wir mal raus. Gar nichts, oder wie? Ah, die Brücke geht nach oben. Können wir da jetzt rüber. Und ich weiß, glaube ich, noch, da kommen dann ganz viele Klontruppen noch. Da gab es auch damals so Minikit. Ich glaube, das hatte ich eingesammelt. Dann hatte ich alle 10 und dann hat sich das Spiel aufgehangen. Ja, ne, war nicht so toll. Egal. R2D2 aktivieren und dann haben wir es geschafft. Kapitel 6 abgeschlossen. Ich bin da. Okay, mal sehen, ob hier... wann die Gegner kommen. Oder vielleicht kommen doch nicht Gegner. Ah, da oben ist zum Beispiel das eine Minikit, das habe ich damals ja geholt. Ja, und dann hat sich die Tür zum Beispiel nicht geöffnet oder so ein Scheiß. Da vorne ist sogar ein Commander. Also wie gesagt, wenn wir einen mit einer braunen Hose sehen, heißt das, den umbringen, dann kommen auch keine neuen mehr. Ich glaube, so war das. Müssen wir nur sehen, wann der kommt. Auf jeden Fall immer, wenn mehrere kommen. Da ist er schon. Zack, jetzt ist er tot. Jetzt kommen keine neuen mehr. Oder doch? Okay, ich nehm's zurück. Keine Ahnung, warum er dann braun ist. Ich dachte, das hat irgendwas zu bedeuten. Anscheinend nicht. Er ist einfach nur braun, weil das kann. Ja. So, ab nach oben. Bam, 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 bam. Scheiße, meine Waffe ist leer. Na, nimm ich mal ein Torpedo. Ihr könnt gehen. Danke. Okay. Zaubert er einfach mal so ein Torpedo aus der Hand und vor allem richtet das keinen Schaden an, also trifft den einen nur. Ah, jetzt hat sie gemerkt, wir haben einen vergessen. Es ist Luke. Unverfolgt werden wir von imperialen Jägern. Ach, wir sind in Sicherheit. Oh, doch nicht, verdammt, was machen wir jetzt nur? Lichtgeschwindigkeit und sie sind weg.
War Jedi Story, bla bla bla, Minikit. Story beenden und jetzt gucken wir uns mal an, was jetzt passiert. Ah, das ist so geil mit dem Arm. Also lehnt euch zurück, genießt die Show. Einfach nur zu geil. Ich finde das wirklich cool. Die Credits wollen wir uns auch noch nicht ansehen. Wir haben es fast geschafft. Letzte Episode jetzt. Dann ist das Let's Play schon beendet. Ne? Wenn ich 100% machen würde, boah, dann wären es noch ein paar mehr Folgen. Als diese jetzt. Bevor ich jetzt mit der dritten anfange, mache ich noch was Besonderes. Das auch. Aber ich will mal einen Charakter erstellen. Ja. Mal einen richtig coolen. So, warte mal. Yeah. Los geht's. Ah, das ist geil. Nein! Nein! Ich will rüber. Wie kann ich rübergehen? Nein, nicht speichern. Nein, nein. Okay. Ja. Ach so, macht man das. Warte, es muss richtig schwul aussehen. Also so. Ich will das hier noch. Ja, das hier. Mann, warum dreht sich das? Ich kotze ins Essen. Warte, hier gab es doch irgend so ein geiles Teil. Titten oder so. Na gut, doch nicht. Das ist eben ein alter Lego-Teil hier. Nehmen wir einfach das hier. Wow. Ich nehme doch lieber eine Bazooka. Gibt's nicht. Aber dann das hier. Speichern und beenden. Zack. Das wollte ich nochmal kurz machen und dann ab in Episode 4 die Supermission machen. Geld! Geld! I want Geld, I want money. Episode 4 Bonus. Och, nee, doch kein Bock. Bin zu faul. Ich mach doch die Episode weiter. Ich bin so ein kleiner Fauler, sag du. Unglaublich. Und jetzt gehen wir in Episode, haltet euch fest, 6.